Weil sich sein Kollege Hans Fröndenberger den Knöchel verstaucht hat, ermittelt Kriminalhauptkommissar Klaus Schäfer heute alleine. Nach einem Einsatz kommt er einem Familiengeheimnis auf die Spur. 1329 für Egon. 1329 für Hürth. Fahrt mal in die Emscher Promenade auf der Höhe vom Parkeingang. Da wurde gemeldet, dass drei Männer wohl ein Kind im Außenbereich gefesselt haben. Emscher Promenade, Höhe, Parkeingang. Okay, sind unterwegs. Egon von 3216 kommen. Der Egon hört. Ja, ich bin Alleinfahrer, ich würde mich anbieten. Ich komme dazu. Alles klar, super, danke. Streife, habt ihr das mit? Ihr kriegt Unterstützung. Ja, verstanden, wunderbar. Am Einsatzort tobt eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einer Frau. Klaus Schäfer und seine Kollegen von der Schutzpolizei können das gefesselte Kind zunächst nicht ausmachen. Und auch von dem dritten Täter ist nichts zu sehen. Hallo! Hey! Was wollt ihr? Alles gut, das ist doch ein Revier! Was soll das hier werden? Komm runter, komm runter! Komm. Lauf! Was wollt ihr? Lauf! Polizei, stell dich hin! Stell dich an die Wand! Stell dich an die Wand! Noch ist unklar, was die aggressiven Männer mit dem Notruf wegen des gefesselten Kindes zu tun haben. Klaus Schäfer erfragt bei dem Opfer erste Details des äußerst brutalen Tathergangs. Polizei Duisburg. Schäfer, mein Name. Was haben Sie gemacht? Was ist passiert? Die beiden Männer, aber sie müssen zu der Kleinen. Was ist da passiert? Ich bin eine Kleine. Die Kleine, die da hinten. Kommen Sie mit, zeigen Sie es mir. Ihr Name, Sie sind die Anruferin. Haben Sie was abbekommen? Ja. Und? Nein. Also, nichts Schlimmes. Ich wollte der Kleinen da hinten helfen. Und dann kam so ein Typ mit Reizgas. Und die beiden Männer haben mich dann hingeschubst. Aber sie müssen zu der Kleinen. Das ist ganz wichtig, wirklich. Die Kleine. Polizei! Runter! Runter, runter, mein Lieber! Richtig hin! Richtig hin! Arm auf Rücken! Was tun Sie hier mit dem kleinen Kind? Ja, gut, dass Sie da sind. Gut, dass ihr da seid. Was ist? Ich passe hier auf, dass hier überhaupt nichts passiert. Das Mädchen hier einfach Pfandflaschen hier mit der Stange. Ja und? Nee, das geht doch nicht. Das heißt, das geht nicht? Ach, die ganze... Das ist ein Kind. Jedes Mal sehe ich das hier, die ganzen Assis hier rumhängen. Und so. Oh, wei, wei. Au. Einmal dagegen. Was soll denn das hier? Hände am Rücken, Hände am Rücken. Wir haben hier mit den Pfandflaschen, mit der Stange da. Aber einfach. Sie können doch nicht das Kind hier festketten. Ja, die hat mich doch vielleicht mit der Stange bedroht. Da. Ach, hören Sie doch auf, ein Kind mit der Stange bedrohen. Doch, die hat mich... Wie alt sind Sie? Ich hab da Angst. Sie haben Angst. Ja. Das ist ein Kind. Na? Hör auf, wie können Sie denn das Kind hier an den Zaun festmachen? Gucken Sie mal das Kind an. Die wollte ja weglaufen. Bei der Melderin handelt es sich um die Nachbarin des jungen Mädchens. Während der Vernehmung des unversehrten Kindes erfahren die Ermittler, wie skrupellos der Täter ist. Erzähl, was ist passiert hier? Also der hat mich halt hier festgemacht und hat wollte dann mir in die Augen spülen. Mit dem Reizgas? Und hat er gespült, oder? Das ist genau das, was ich in die Augen abbekommen habe, als ich Melina halt zu Hilfe kommen wollte. So, was hast du jetzt hier gemacht? Melina, du kannst mit ihm reden. Guck mal auf die Uhr. Du müsstest doch in der Schule sein. Was machst du denn du? Hier? Erzähl mal. Sie ist wirklich ein ordentliches Kind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwas Schlimmes hier machen wollte. Ist die Mutter zu Hause? Wissen Sie das? Ist halt gerade arbeiten. Aber ich kann sie gerne anrufen, wenn sie möchten. Sind Sie mal so arbeiten, vielleicht, dass Sie sie mal erreichen? Ja, ich probier's mal. Den Polizisten entgeht nicht, wie bedrückt das Mädchen ist. Sie vermuten, dass die Schülerin ihnen bewusst verschweigt, warum sie Flaschen sammelt. Geht da keiner dran? Dann müssten wir zur Wache. Haben Sie eventuell die Möglichkeit, dass Sie... Ja, klar, ich komme sofort mit. Würden Sie mitkommen? Oh, das ist natürlich wahnsinnig nett. Nehmst du sie mit? Ich nehme sie mit. Ihr müsst den Typen hier im Auto. Nehmt ihr die Sachen mit, wäre das ganz lieb. Ich nehme die Feste mit, dann kommen wir alle zur Wache. Und dann bringst du das... Nee, bei dem Rucksack nehme ich mit. Nimmst du den? Ja, den nehme ich mit. Klaus Schäfer veranlasst, dass die Mutter eine Mailbox-Nachricht erhält und auf die Wache bestellt wird. Unterdessen warten die Schutzpolizisten auf Verstärkung für den Abtransport der Täter. Inzwischen geht es auch Kriminalhauptkommissar Hans Fröndenberger wieder besser. Gemeinsam deckt das Kripo-Team das lange gehütete Geheimnis des Mädchens auf. Melina, was ist denn das für ein Stab? Hast du den selber gemacht? Ja. Holst du da immer die Flasche mit raus aus den Eimern? Du hast den selber gemacht? Wie geht das? Wie kamst du auf die Idee? Was bimmelt hier denn eigentlich in Dauer? Melina, darf ich vielleicht mal in deinen Rucksack schauen? Weil vielleicht ist es deine Mama. Ich meine, ja?
Ja, das Handy ist uns während der ganzen Angelegenheit schon häufiger aufgefallen. Es piepste andauernd. Und zum Glück war die Nachbarin diejenige, die sagte, sag mal, Melina, was piepst dein Handy andauernd so? Ist es vielleicht deine Mutter? Soll ich mal schnell reingucken? Und das Kind hat es erlaubt. Und in diesem Zuge durften wir dann auch mit reingucken. Das war natürlich für uns unser großes Glück. Jeremy? Mensch, Melina, ich brauche das Geld, das weißt du doch. Ja, Jeremy, Melina. Gib mir wenigstens schon mal einen Zehner. Die ganzen SMS? Melina, wer ist Jeremy? Erzähl mir das mal. Wer ist Jeremy? Mein Stiefbruder. Mein Stiefbruder? Lebt er bei euch? Guck mal, warum schreibt er in der kurzen Zeit 1, 2, 3, 5 SMS? Der will doch irgendwas Dringendes von dir. Was für ein Geld? Darf ich da auch mal reingucken? Das sind ja 5 SMS in ganz kurzer Zeit. Ja. Der muss doch irgendwas Dringendes wollen, oder? Wie lange muss ich noch warten? Worauf denn? Auf was wartet er denn? Der wird erpresst. Der wird erpresst? Von wem denn? Von bösen Männern. Und ich mag den halt. Und deshalb möchte ich dem helfen, das Geld zu sammeln. Sag mal, wie viel hast du denn deinen Jeremy schon bezahlt? Über 50 Euro war so. Was? Über 50 Euro? Oh, da hast du aber schon eine Menge Flaschen gesammelt, hä? Ja, aber der braucht immer noch mehr. Der braucht noch mehr. Weißt du denn wofür? Hat das dir erzählt? Der wird erpresst. Okay, aber warum er erpresst wird, hat er dir nicht erzählt? Nee. Ganz genau so. 50 Euro. Was hat der von hinten? Also, normalerweise müssen wir jetzt erstmal Jeremy abchecken, was das für eine ist, aber schon mal hier auffällig geworden ist. Zu zweit, wir wissen nicht, warum er erpresst wird. Wenn er jetzt im Bauhaus ist, um die Ecke, würde ich sagen, Streifenwagen. Auf jeden Fall. Hier und ihn einmal spenden. Die Mutter müsste ja auch gleich kommen. Ja. Dann hätten wir vielleicht den Grund auch. Die kann uns möglicherweise auch was zu den Hintergründen sagen. Genau. Ne? Kennt doch ihren Sohn. Pass auf, dann gehen wir jetzt runter. Ja. Werden das Kind dem Heinz unten übergeben. Der kann dem Kind vielleicht ein bisschen die Wache zeigen. Und dann warten wir auf Jeremy. Um die Zeit zu überbrücken. Genau. Okay. Machen wir so. Okay, gehen wir runter. Kommt doch mal bitte mit runter. Ja. Wir gehen mal unten in die Wache. Die Beamten müssen ermitteln, von wem der Bruder des Mädchens erpresst wird. Vor seinem Eintreffen auf der Wache erhalten sie von der Mutter des Mädchens ein Indiz, das ihn schwer belastet. So, wissen Sie, Jeremy ist ja nicht mein leiblicher Sohn. Ja. Ist ja der Sohn von meinem Stiefsohn. Also. Und ja, er hält sich ab und an noch bei uns auf, weil er keine eigene Wohnung hat so richtig und schläft mal auf dem Sofa. Der hat, ja, so richtig hat er ja noch nicht Fuß gefasst und irgendwie finde ich es auch ein bisschen... Ist er denn irgendwie sonst auffällig? Er ist so ein bisschen anders geworden, ich weiß nicht. Geht er denn seiner Arbeit regelmäßig nach? So wie Sie das mit... Ich kriege da nicht so viel mit. Kriegst du nicht mit? Ich habe ihn halt mit großgezogen. Mhm. Für mich ist er wie mein eigenes Kind und... Mit Milena versteht er sich auch gut. Und ja, sie hängt wohl sehr an ihm. Hat er Freunde? Hat er Freunde? Kennen Sie die? Okay, also ich wollte ihn ja... Ich wäre wahrscheinlich eh zu ihm gekommen. Ich zeige Ihnen das mal. Also das habe ich... Letztes Mal habe ich gewaschen. Und da kontrolliert man ja, was in der Hose... Natürlich. Das habe ich gefunden bei Jeremy in der Jeans. Also ich wasche auch noch seine Klamotten. Wie was gesagt, ist denn da drin? Geht bei mir ein und aus, aber... Ja, so... Ich glaube, dass es Drogen sind. Ich kenne mich dann ja nur auch nicht aus. Gras. Ja. Oh. Ich hab's mir fast gedacht. Marihuana. Keine kleine Menge, ne? Das dürfte sich im 10-Gramm-Bereich, oder? Ja, so. Schätze ich mal. So gut, der Junge. Haben Sie zum ersten Mal so etwas gefunden bei ihm oder ist das schon häufiger aufgetreten? Nee, das war jetzt das erste Mal. Sie kennen ja, auch wenn Sie schließen, Sie kennen ihn ja. Haben Sie schon mal am Äußeren was gemerkt? Ist er vernachlässigt in der Kleidung? Hat er gerötete Augen? Ist er tränig, müde, kaputt? Also er schläft halt viel, aber das tun ja die jungen Leute alle. Ja? Ich habe Ihnen ein neues mitgebracht. Der ist hier vorne. Soll er reinkommen oder kommen die raus? Der junge Mann streitet ab, seine Stiefschwester zum Flaschensammeln gezwungen zu haben. Erst als ihn die Kripo-Kommissare mit seinen SMS-Nachrichten konfrontieren, legt er endlich ein Geständnis ab. Sie werden angeblich erpresst. Stimmt das? Das ist richtig, ja. Von wem? Von fremden Leuten. Ich habe Probleme. Was heißt von fremden Leuten mit Problemen? Muss ja ein ganz, ganz sauberer Grund sein, warum sie erpresst. Fremde Leute glaube ich nicht. Sie müssen die doch kennen. Warum soll ich sie sonst erpressen? Ja, hat was damit zu tun. Ist ja. Also Sie nehmen das Zeug? Ich nehme es. Seit wann? Das habe ich mir schon. Seit einiger Zeit. Ich habe Probleme mit der Arbeit. Ich verdiene nicht viel Geld. Und
meine Zukunft. Aber Jeremy, das ist doch nicht die Lösung, ins Drogenmilieu dann abzurutschen. Ja, noch mal ganz kurz, wie hoch ist denn Ihr Bedarf mittlerweile? Ich habe was dabei. Haben Sie noch mehr? Nein, mehr habe ich nicht. Wirklich nicht. Das ist Wahnsinn. Darf ich fragen, wo Sie es kaufen? Weil ich habe das von Kollegen und... Wie lange geht das? Seit ich die Ausbildung angefangen habe. So, das heißt, die brauchen Geld und das Geld holen sie sich jetzt von ihrer neuen Schwester? Und da schickst du deine Schwester zum Müllsammeln oder Pfand sammeln? Ich habe gedacht, sie hat mehr Zeit als ich. Weil, wie soll ich denn sonst an Geld rankommen? Und nimmst in Kauf, dass sie die Schule verpasst? Ich dachte, du liebst deine Schwester. Ja, das stimmt auch. Es geht ja nicht nur darum, dass sie die Flaschen sammelt. Da ist ja noch gar nicht mal etwas gegen einzuwenden. Gar nichts eigentlich. Ja. Es geht darum, dass sie auf indirekte Weise in ein Milieu hineinziehen. Ja, die Kleine ist 9 Jahre alt. Und das Entsetzen ihrer Mutter ist ja wohl auch nicht zu übersehen. Und Sie wissen, dass Sie mit dem Stoff Ihr eigenes Leben ganz kaputt machen? Ja, ich weiß. Ich wollte das Ganze auch nicht mehr. Das hat mich alles nur noch fertig gemacht, die Arbeit. Ich habe gedacht, das ist mein Traumberuf, aber es hat einfach keinen Spaß mehr. Warum haben Sie denn eine Bezugsperson, bei der Sie mal Ihr Herz ausschütten können? Denn es muss ja jetzt auch irgendwie weitergehen, mal ganz abgesehen von dem Verfahren hier. Du weißt doch, dass du mit allem zu mir kommen kannst. Ich weiß, aber ich wusste einfach nicht mehr raus. Und dann haben meine Kollegen mich dazu gebracht. Aber erpresst die jetzt jemand noch oder erpresst die keiner? Nein, ich brauche nur Geld, um weiter ihren eigenen Konsum zu decken. Ja. Also die Geschichte, die er uns vorgespielt hat, dass er erpresst wird, habe ich ihm nicht abgekauft. Weil dafür hatte er wieder zu viel Stoff bei sich. Weil die Mutter hatte schon was gefunden, er selber hatte eine Tüte in der Tasche. Das war so der Eigenbedarf, den man so täglich braucht. Wenn er das tatsächlich mehr gebraucht hätte, hätte er den Stoff wieder weiterversetzt. Also wäre er dann wieder zum Händler geworden. Das ist der normale Werdegang bei solchen Leuten. Hier war das wohl nur der Geldbedarf, um seinen Eigenbedarf zu decken. Um die Anzeige kommen Sie hier nicht drum rum. Das geht zur Staatsanwaltschaft. Die wird entscheiden, wie weit es geht. Die sind 17 Jahre, sind ein Heranwachsender. Es kann sein, dass es nochmal bei Ihnen glimpflich ausgeht. Wir werden vielleicht Sozialstunden machen werden. Einen großen Vorteil haben Sie. Sie hatten bis jetzt eine weiße Weste. Da ist zwar jetzt ein Flecken drauf, aber das wirkt sich natürlich immer auf die Entscheidungen der Justiz aus. Aber die größte Sorge, die ich habe, ist, Sie haben eine 9-Jährige in eine Situation gebracht, die lebensbedrohlich war, weil sie hat Angst um Sie gehabt. Die hat sich richtig Sorgen gemacht. Und deswegen hat dieses Mädel Dinge gemacht, die man als 9-Jährige nicht macht. Ich gehe mal davon aus, wir gehen jetzt alle runter. Die wartet wahrscheinlich. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie dort eine richtige Reaktion zeigen. Ist das auch okay? Klär das bitte aus. Das ist okay. Die arme Kleine. Ja, dann lass uns runtergehen. Die Ansage der Kommissare verfehlt ihre Wirkung nicht. Der Stiefbruder zeigt sich einsichtig und entschuldigt sich aufrichtig bei seiner Schwester. Es wird nicht nochmal vorkommen. Ich krieg die gerechte Strafe und du wirst aus allem rausgehalten, ja? Okay. Die Strafe, die wird aber erträglich sein. Ja? Er kommt nicht ins Gefängnis. Willst du mir verzeihen? Glaube ich bestimmt nicht. Ne? Ja. Und er hat ja versprochen, dass jetzt alles vorbei ist. Ja, na guck. Mensch, Milena, alles wird gut. Wir kriegen das schon hin. Ja. Der Stiefbruder erhält eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Er will unbedingt eine Therapie beginnen. Gegen den Täter wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung ermittelt. Seine Freunde erwartet ein Verfahren wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.